ich erzähle Geschichten, dann die sind sehr politisch, sehr kritisch und ich halte der Gesellschaft quasi einen Spiegel vor. Dann so, aber ganz charmant. Der Betrachter lernt etwas über Zusammenhänge und über die Gesellschaft, was er so nicht weiß vorher. Und das sieht man den Bildern erstmal nicht an, so, aber das ist so wie die Erfindung einer eigenen Sprache, dann halt in Form und in Farbe. Male ich quasi einen ganz großen gesellschaftlichen Trend zum Thema Unterschiedlichkeit oder Brüderlichkeit oder wie in dem Bild geht es um Kritik, das heißt der Individualisten und alles Dinge oder Entwicklungen, die ich in der Gesellschaft feststelle, die sich verändern und wo ich mir die Frage stelle, woher kommt das, was ist der Grund für so etwas, warum verhalten sich die Menschen da anders. Heute kommt Sabrina bei mir vorbei und wir sind gute Freunde und ich hatte sie gefragt, ob sie mir im Modell stehen möchte auch und das macht sie dann sehr gerne, das ist ganz toll. Ich war eigentlich schon immer Künstler oder Maler, aber in ganz jungen Jahren hat man keine Vorstellung davon, wie man das machen kann. Weil ich so arm war wie eine Kirchenmaus, habe ich gedacht, mach doch was, wo du einen Beruf draus machen kannst auch. Und habe Produktdesign studiert und das hat mich so fasziniert, dass ich dann quasi tatsächlich das fertig studiert habe und danach überlegt habe, was machst du denn mit dem Studium? So 6 Monate bevor es fertig war, dann gedacht, ach, was mache ich denn jetzt? So. Und dann habe ich gedacht, ach, weißt du was, entweder Autos oder Sport. Und so bin ich dann irgendwann bei Puma gelandet. Bei Puma habe ich etwas gemacht. Und zwar war ich immer neugierig darauf, was meine Vorgänger gemacht haben. Dann habe ich versucht herauszufinden, was der Geist dahinter ist oder was die bewegt hat, es so zu tun, wie sie es gemacht haben. Und habe dann so was wie eine Puma-DNA entdeckt. Und das ist dann als Retro bekannt geworden. Dann als Produktdesigner entwirft man ja Dinge in 3 Dimensionen, sage ich jetzt mal. Und es hat eine Komponente, die nenne ich immer die Reduzierung von Komplexität. Und das gibt es in der Pop-Art auch. Du stürzt dich in etwas, was du nicht kennst, so in das Unbekannte. Und dann braucht man natürlich so eine innere Autonomie. Und das wäre ja auch etwas, was ich euch ans Herz lege, ne? Sozusagen autonom Entscheidungen treffen zu können und die Sicherheit gegen die Freiheit einzutauschen. Weil mit der Freiheit gewinnt man viel mehr, als wenn man sich auf die Sicherheit verlässt.